in alle Richtungen sozusagen, von Spanisch nach Deutsch und so weiter, Englisch und so, die werden vielleicht einzelne Gruppen bilden und die Übersetzer werden dann für die Leute übersetzen. Also parallel sozusagen, ja? He's really challenging my memory here. Okay, I can do it also. Because basically what we're going to do is they're going to be... Sorry, sorry. Go ahead. Okay. Because time is short, and there are only 15 minutes slots per presentation, basically there will be groups like Spanish people who don't speak English, Spanish who don't speak German, and so on, and there are voluntary translators who are going to translate for you. Como el problema es que tenemos que hacer traducciones, pero al mismo tiempo las presentaciones son muy breves, de 15 minutos, y por eso lo que haremos será poner por grupos a las personas según su idioma, y los traductores voluntarios que estamos traduciendo iremos al grupo para traducirles en todas las direcciones. Vielleicht zum Format noch ein Wort, und zwar, es sind wie gesagt sehr kurze Vorträge. Jetzt können Sie es gerne wieder machen, Entschuldigung. Just a couple of comments, because it's going to be very short sessions and presentations. Van a ser presentaciones muy breves. Como van a ser presentaciones muy breves. Aber nachdem sowieso alle anwesenden Logotherapeuten sind, spart man sich sozusagen bei einem halbstündigen Vortrag die ersten 15 Minuten, wo man erklärt, was Logotherapie ist. Also das ist man quasi vorausgesetzt. Because all of us are logotherapists, we typically save the first introductory 10 minutes to explain what logotherapy is all about. O sea que como todos somos logoterapeutas y hay poco tiempo, nos podemos ahorrar los 15 primeros minutos de las presentaciones donde explicamos en qué consiste la logoterapia, que así ganamos tiempo. Und ich würde euch sehr bitten, nach Möglichkeit die 15 Minuten auch einzuhalten. Es sind Moderatoren da, die auch darauf achten werden, aber Logotherapeuten sind notorisch sehr freundlich. Also versucht auch selber daran, euch zu halten, dass sozusagen für alle genug Platz ist. Das heißt, keep it short. We are all, as presenters, encouraged to keep it short to the 15 minutes. There's going to be moderators, but logotherapies are very friendly, and so we should restrict ourselves to the 15 minutes if at all possible. Vamos a intentar todos hacer un esfuerzo por mantener los 15 minutos de presentación. Hay moderadores que se van a encargar de recordarnos estos 15 minutos y a pesar de que los logoterapeutas todos somos muy amables, vamos a intentar que realmente haya firmeza en los 15 minutos y no nos pasemos. Die Grundidee war dieser Konferenz, die heißt ja die Zukunft der Logotherapie, die Grundidee war, dass sozusagen wir überlegen, was gemeinsam für die Zukunft zu tun ist. Das heißt aber auch, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, was alles da ist. Und vielleicht von mir, ja. The basic concept of this conference, which is called Logotherapy in the Future, is to account the status of logotherapy at first. En esta conferencia sobre el futuro de la logoterapia, primero también tenemos que ver cuál es el lugar ahora de la logoterapia, en qué situación está. Logotherapeuten wissen ja alle, dass die Zukunft ist etwas Offenes, noch zu gestaltendes. As logotherapists, we know that the future is open and for us to create, to recreate. To co-create, yeah. El futuro, como sabemos los logoterapeutas, es algo abierto y que tenemos que construir. Aber sozusagen das Material, auf dem man aufbaut, ist das, was da ist. Und wir vom Viktor Frankl Institut bekommen nahezu alltäglich mit, wie viele Initiativen in einzelnen Ländern, Städten, Regionen auch international bestehen. Und da ist es einfach ein schöner Einstieg in die Zukunft, wenn man erst einmal zeigt, was alles da ist. Also es ist wie eine Ausstellung quasi. The point to start is to look at what already is there, and the Institute in Vienna has a very good understanding of the initiatives all over the world, and so part of this conference is to present what is there and start building from there. Para poder construir también tenemos que partir de lo que ya hay. En el Instituto Viktor Frankl de Viena reciben muchísimas iniciativas de gente de todo el mundo, y esta conferencia también ha de ser una suerte de presentación, de exposición de todas estas iniciativas que hay en el mundo. In demselben Kontext, es ist unten im Erdgeschoss sowohl eine Buchhandlung, einfach um ein bisschen die Sachen zu zeigen, die da sind, und im Lesezimmer im sogenannten findet sich eine, was ich nannte, Ausstellung, Exhibition
von verschiedenen Initiativen. Ja, wichtiger noch, ich das noch kurz sagen, wichtiger noch ist, es sind auch zwei schwarze Bretter, so Korkwände. Und die Idee ist wirklich, wer Ideen hat oder wer sieht bei den Flugblättern oder Publikationen, ich mache was Ähnliches, ich würde gerne forschen oder arbeiten oder klinische Anwendungen erweitern, der kann dort einfach wie eine offene Box eine Message hinterlassen. Three additional comments. There's going to be a book exhibition downstairs throughout the whole conference. There's going to be a bookshop downstairs, bookshop, as well as an exhibition of flyers and so on and so forth. And there are also blackboards where you can, you know, if you see a good initiative and think, well, I would like to work with this person and so on, then you just pin your name on it and say, look, I would like to meet you or whatever. En la planta baja hay una librería donde pueden también adquirir libros y una presentación de todas las iniciativas y también hay un corcho donde pueden apuntar si ven algún proyecto de investigación o algún proyecto en general que les interese o les guste conectar, también pueden anotar en ese corcho sus ideas, su nombre para entrar en contacto. Was noch zu sagen ist, es gibt auch, das finde ich besonders schön, eine Radiostation. Also es gibt einen Podcast, also ein Internetradio, der heißt Logotalk. Und wo ist der Marshall Lewis? Ist Marshall Lewis hier? Ah, der ist. Maybe you would like to say a few words, aber I'm just summary, also ich mache es kurz. Der hat einen Radiosender, und wir müssen die Adresse noch bekannt geben, und nutzt die Gelegenheit hier, Leute zu interviewen, Gespräche zu führen und jetzt nicht nur zur Zukunft, auch zur Vergangenheit der Logotherapie, zu neuen Projekten, zu Ideen, zu klinischen Forschung, zu anderen, etc. etc. I just said what you were doing. So there's also going to be a radio station, internet podcast, going to be taking place all over the conference and it's, I didn't get Marshall the name. Lewis. Marshall Lewis is going to be doing that and he's going to be interviewing people, summarizing presentations, asking people about their thoughts, their initiatives, and so forth. It's going to be like an audio archive, also wird wie ein Audioarchiv sein eigentlich auch für später. El señor Marshall Lewis. Marshall Lewis. Me lo voy a aprender cuando yo no lo tenga que decir. Va a hacer también un programa de radio a lo largo de toda la conferencia, recogiendo entrevistas, ideas, proyectos, investigaciones que estemos haciendo las diferentes personas en logoterapia y también lo convertirán en un podcast para internet. Gut, ich glaube, im Wesentlichen war es das, was zu sagen ist, an organisatorischen. Wann immer Fragen auftauchen, es gibt unten einen sogenannten Infostand und es gibt die Helfer vom FIM, alle Studenten von der Logotherapievorlesung in Wien. Und die erkennt man daran, dass auf der Namensticker sie ein gelbes Band haben. Ja? Und wann immer ihr Hilfe braucht oder Unterstützung oder was auch immer, kann man sich an diese Leute wenden. That should have been the main points for introduction. Additionally, if there's any questions, any inquiries, there's going to be an info booth downstairs all the time, and there's going to be people there having the team label and I think a yellow ribbon or something team on it. Yes, it's a yellow, exactly. Yeah. Esto es, le parece que es todo en cuanto a la organización. Si hay más preguntas, hay un stand de información abajo y si tienen preguntas, también pueden preguntar a las personas del equipo que se caracterizan por tener una cuerda amarilla en su acreditación. Son todos estudiantes de logoterapia que estarán encantados de ayudarles. Der Vormittag schaut so aus, dass jetzt unser Ehrengast, wenn ich das sagen darf, Dr. Eleonore Franken, liebe Elli, eine Großbotschaft sagen oder ein paar Worte sagen wird. Ja. Danach kommt eine Keynote-Lecture von Professor William Evans und danach sozusagen ein bisschen dem Motto der Konferenz gar nicht so treu sein, werden wir eine Gesprächsrunde machen mit wirklichen Pionieren der Logotherapie, mit Professor Gutmann, Professor Nagata, Professor Acevedo, und also einfach Leuten zu sprechen, die die Logotherapie eigentlich wirklich mit einer Hand sozusagen getragen haben in ihre jeweiligen Länder und dort aufgebaut haben. The morning is going to be three different sections. The first one is going to be the introductory remarks by Dr. Eleonore Frankel, and then we'll have
the keynote speech by Professor William Evans, The World Still Cries for Meaning, and after the coffee break there will be a panel discussion by some pioneers of logotherapy picking up the status. It's going to be Professor Acevedo, Nagata, Popielski, Scioli, Gutmann, Popielski, and Albrecht. La mañana de hoy tiene el siguiente programa. En primer lugar, nuestra invitada de honor, la doctora Eli Frankel, va a hacer un saludo inicial de la conferencia. A continuación hay la conferencia principal del profesor William Evans. Y después va a haber una mesa redonda, a pesar del título de esta conferencia, que es sobre el futuro. En esta mesa redonda van a hablar los pioneros de la logoterapia, aquellos que fueron los primeros en construir la logoterapia en sus países. Bleibt noch zu sagen, dass ich ein bisschen um Geduld und Nachsicht bitte, wenn Sachen sozusagen gelöst werden, werden die Probleme auftauchen. Aber nachdem es alles eine große Familie ist, glaube ich, kann man auch eine große Herzlichkeit rechnen. Just remains to ask for patience if some of the things need to be solved, some of the problems, issues need to be solved while they are arising. También nos pide que seamos comprensivos, si hay algunos problemas que tienen que ser resueltos, pero como somos una gran familia, espere que todos tengamos un buen corazón para entender estas pequeñas cosas de organización. Gut, danke sehr. La Eli übersetzen. Wollen Sie die Eli übersetzen?